Tyrann wirft Müll auf ein armes Mädchen, Freunde. Wieder eine heftige, eine sehr traurige Geschichte. Also packt eure Taschentücher aus. Mal gucken, dass wir hier nicht weinen. Ich würde sagen, ich rede nicht lange. Los geht's. Schätzchen. Es tut mir so leid, dass wir kein Zuhause haben. Aber seit dein Vater... Mama, ist schon gut. Okay, hier haben wir also eine Tochter, die mit ihrer Mutter auf der Straße leben muss. Sie versucht sich dafür natürlich jetzt zu entschuldigen, weil es ihr unangenehm ist, dass sie ihrer Tochter kein Zuhause quasi bieten kann. Ich weiß gar nicht, in Deutschland könnte sowas ja nicht passieren, da würde ja das Jugendamt kommen und ihr eine Sozialunterkunft zur Verfügung stellen. Aber ich weiß nicht, in Amerika können da Kinder auf der Straße leben? Bitte sei nicht traurig. Ich habe dich. Oh. Mehr brauche ich nicht. Oh, was für eine süße Antwort. Sie gibt ihr noch ein gutes Gefühl und sagt, hey, so, alles gut. Sie versteht die Lage ihrer Mutter und verlangt da jetzt nicht irgendwie großen Luxus. Ich hab dich so lieb. Also viel Spaß in der Schule. Hab ich. Bis später, Mama. Krass, sie geht jetzt in die Schule und die hat draußen geschlafen. Das muss auch crazy sein. Wow, was stinkt hier so? Ach klar, Haley, die menschliche Mülltonne. Okay. Anstatt ihr irgendwie zu helfen oder zu fragen, ob alles gut ist, weil ihr geht sichtlich nicht so gut oder sie hat Hunger. Und sie bezeichnet sie als die menschliche Mülltonne. Okay. Lass mich. Oh, fängst du gleich an zu heulen? Haben dir deine Eltern nicht beigebracht, wie man sich wäscht? Oder die Klamotten? Oder stinken die genauso wie du? Hey, red nicht so über meine Eltern. Ich rede über wen und was ich will. Lass mich bitte einfach in Ruhe. Nein, du redest nicht so über ihre Eltern. Okay, sie ist auf jeden Fall hier die Mobberin. Ruhe, Sam. Hey, was ist hier los? Sie hat angefangen. Hab ich nicht. Es reicht jetzt. Ihr kommt beide sofort in mein Büro. Ich rufe eure Eltern an. Oh, sie tut mir so leid. Sie hat natürlich so eine Schnöselmutter, total gepflegt. Es tut mir sehr leid, dass Sie warten müssen. Kein Problem. Es ist nur, wir erreichen leider Haleys Mutter nicht. Haley, weißt du, wie wir sie erreichen können? Oh, super unangenehm. Also, die hat wahrscheinlich kein Handy, so, die leben ja auf der Straße. Sie hat kein Handy und es ist natürlich ihr jetzt auch super unangenehm zu sagen, dass man sie nicht erreichen kann, weil wir kein Telefon und auch kein Handy haben, weil sie auf der Straße lebt. Das will sie natürlich jetzt auch nicht sagen vor den anderen Kindern. Dein Vater? Hoffentlich kaufen sie ihr gerade neue Klamotten. Ah, Sam. Ja. Noch ein Wort von dir, junge Dame, und es gibt 2 Wochen Hausarrest. Ja. Hallo? Gut. Vielen Dank. Keine der Telefonnummern, die wir haben, existiert mehr. Haley, hast du irgendeine Idee, wie wir deine Eltern erreichen können? Es ist wirklich wichtig. Rede doch alleine mit ihr. Aber doch nicht vor der Tyrannin, beziehungsweise vor der Mobberin, die das dann alles mitbekommt. Weil wenn sie mitbekommt, dass sie... Die Mitschüler wissen wahrscheinlich noch nicht mal, dass die auf der Straße wohnt. Und wenn sie das halt rausfährt, also die Mobberin, dann wird sie das sicherlich in der ganzen Schule rum erzählen. Deswegen such doch ein privates oder ein persönliches Gespräch. Geht nicht. Was meinst du mit geht nicht? Warum nicht? Weil... Wissen Sie, vor einigen Wochen haben meine Mutter und ich einen Anruf bekommen. Es ging um meinen Vater. Er fuhr von der Arbeit nach Hause und hatte einen Autounfall. Er hat es nicht geschafft. Meine Mutter und ich hatten niemanden mehr, nachdem mein Vater gestorben war. Sie konnte die Miete nicht mehr bezahlen. Darum wurden wir aus unserem Haus geworfen. Oh nein. Wir konnten nirgends hin, also mussten wir auf die Straße ziehen. Boah, krass, nirgends hin, nicht eine Freundin, wo man kurz unterkommen kann oder eine Tante oder irgendjemanden. Krass, es kann auch unangenehm sein, nachzufragen. Denn sind die auf die Straße gegangen und den Vater haben sie bei einem Autounfall verloren. Das ist wirklich ein hartes Schicksal. Freunde, machen kurz die Grüße, bevor es weitergeht. Grüße gehen raus an die Margangster, Florian Fritsche, an Linus Kreil
und an Luke Botticher. Wenn du nächstes Video auch grüßt werden willst, folg mir einfach auf Instagram. Link ist in der Beschreibung. Imago heiße ich dort. Schreib mir eine DM oder kommentiere irgendeinen beliebigen Beitrag. Eins von beiden. Ich suche mir da drei Leute raus und mit etwas Glück wirst du auch gegrüßt im nächsten Video. Und deswegen können sie meine Eltern nicht erreichen. Mein Papa ist im Himmel. Und Mama sitzt auf der Straße. Deswegen rieche ich auch so schlimm. Ich habe nichts Sauberes zum Anziehen. Und keine Dusche. Ach du lieber Himmel. Hayley. Es tut mir so leid. Kein Kind sollte das durchmachen müssen. Okay, also, der ist einfühlsam, der Direktor auf jeden Fall. Mal gucken, was sie jetzt sagt, also die Mobberin. Hayley, tut mir leid. Ich hätte das alles nicht sagen dürfen. Na, okay, sie. Ich fühle mich furchtbar. Es tut mir leid, Hayley. Ist das eine Jungstimme, die das synchronisiert? Aber ist egal. Die Synchronisierung ist in diesen Videos immer ein bisschen komisch. Aber das ist egal. Also sie sieht es ein, dass sie einen Fehler gemacht hat und dass sie halt zu fies zu ihr gewesen ist. Und ich hoffe, dass sie das auch mal ernst meint und von Herzen meint, ja? So wahnsinnig leid. Okay. Oh nein, sie muss selber. Schon gut. Hast du ja nicht gewusst? Ja, auch wenn man das jetzt weiß oder nicht weiß, jemanden so zu beleidigen oder zu sagen, dass man stinkt oder sowas und eine menschliche Mülltonne ist, sagt man halt trotzdem nicht. So. Mama? Ja, Kleine? Vielleicht können wir helfen. Wir haben noch ein Zimmer und Kleidung. Vielleicht können Sie bei uns einziehen. Das ist die Sam, die ich kenne. Und ich halte das für eine wundervolle Idee. Schätzchen, bringst du uns zu deiner Mutter? Okay, krass. So kann sich das eine Extreme in das andere Extreme entwickeln und wollen die quasi bei sich zu Hause aufnehmen. Hayley! Sie sitzt da mit Schild irgendwo an einem Zaun, wo keine Menschen vorbeigehen. Ja gut, dann ist schwierig auch Spenden zu bekommen. Bist du denn schon aus der Schule zurück? Ist alles in Ordnung? Ja, Mama, alles gut. Da ist jemand, der dich gerne kennenlernen würde. Hi, ich bin Sam. Hayleys Freundin. Krass, das habe ich schon mal beobachtet, ne? Die Dame hier, also sie hat zwei verschiedene Augenfarben. Das ist echt verrückt. Hi, Hayley hat uns erzählt, was passiert ist und ihr Verlust tut uns wirklich sehr leid. Und wir würden sehr gerne helfen. Wir haben ein Gästezimmer und hatten gehofft, dass ihr beide vielleicht bei uns bleiben würdet. Oh. Nein, das können wir nicht annehmen. Oh, bitte. Ja, natürlich, sie ist natürlich jetzt bescheiden, so von Fremden darauf natürlich das Angebot einzunehmen, ohne dass man irgendwie was zurückgeben kann. Ist natürlich immer unangenehm. Man denkt sich so, geben uns einfach eine Unterkunft, sind so lieb zu uns, womit haben wir das verdient und wie können wir das wieder gut machen oder wie können wir das ausgleichen, ne? Wir bestehen drauf, bis sie wieder auf die Beine gekommen sind. Oh Gott. Danke. Wirklich im Ernst? Ja, wir würden uns wirklich sehr freuen. Dürfen wir, Mama? Bitte? Ja, Liebling. Yay! Vielen Dank. Sehr gerne. Also ich werfe voll uns. Bitte? Nein. Dürfen wir, Mama? Bitte? Ja, Liebling. Yay! Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, sehr schöne Geschichte. Dass eigentlich die ursprüngliche Mobberin plötzlich die Lage gesehen hat, wie schlecht es der Hayley geht und der Familie. Und
gesagt hat, okay, lass uns doch die beiden einfach aufnehmen bei uns. So, die können bei uns schlafen, so, uns kostet, also uns stört das nicht doll. So, da sind halt einfach zwei Leute dann, die da in einem Gästezimmer einfach schlafen. Und die können ihnen ja auch schnellstmöglich irgendwie was Neues suchen, beziehungsweise kann sie versuchen, einen neuen Job zu bekommen, damit sie sich eine neue Miete leisten kann und. Ja, und dann hat man halt viel mehr Möglichkeiten als von der Straße. Ja, Freunde, das war's mit dieser Geschichte. Schreibt mal gerne eure Gedanken in die Kommentare, Freunde. Sehr schön, sehr herzergreifend. Ja, das war's mit diesem Video. Danke fürs Anschauen. Hier könnt ihr mich auch abonnieren. Hier ist mein Instagram. Hier sind zwei andere coole Videos. Checkt sie gerne ab und dann sehen wir uns morgen in aller Frische beim neuen Video. Ciao, ciao.